Guten Tag. Dieses Video soll Ihnen zeigen, wie Sie Energieausweise nach der Energieeinsparverordnung 2014 erzeugen können. Dazu sind drei Schritte notwendig. Erstens Registrierung bei der Registrierungsstelle. Zweitens Erwerbung eines Kontingents, um Registriernummern beziehen zu können. Und drittens die Registrierung des Energieausweises selber. Beginnen wir mit Punkt 1, Registrierung an der Registrierungsstelle. Dazu gibt es unter Dokumente einen Link an die DBT-Registrierungsstelle. Sie gehen hier unten auf Registrierung und kommen in das Registrierungsformular, welches Sie vollständig ausfüllen. Zwei Punkte ganz wichtig. Das eine ist, Sie haken Ihre Ausstellungsberechtigung an. Das wird nicht weiter überprüft, sondern es wird einfach so hingenommen. Und das zweite ist hier Ihre E-Mail-Adresse. Ganz wichtig, diese E-Mail-Adresse ist sozusagen gleichzeitig Ihr Login bei dem Registrierungsserver. Auf diese E-Mail-Adresse bekommen Sie dann ein Passwort geschickt und mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort melden Sie sich später bei der Registrierungsstelle an. Sie gehen, wenn Sie das Formular vollständig ausgefüllt haben, auf Daten speichern und warten dann auf die E-Mail. Schritt 2, Registriernummernkontingent erweitern. Ihnen ist in der Zwischenzeit eine E-Mail zugegangen mit Ihrem Passwort. Sie gehen wieder auf die Energieausweisregistrierungsstelle, geben dort Ihre E-Mail-Adresse ein und das zugeschickte Passwort und gehen auf Anmelden. Sie sind nun in der Registrierstelle und benötigen nun ein Kontingent an Registriernummern. Dieses Kontingent können Sie hier unter Kontingent erweitern beziehen. Sie geben ein, wie viele Registriernummern Sie im Voraus kaufen wollen. Ich sage jetzt einmal, ich möchte 10 Registriernummern kaufen und fordere das Kontingent an. Ich kann hier in meinem Testumgebung nur PayPal durchführen. Sie können auch noch per Überweisung bezahlen und fordere jetzt über PayPal einen Bezahlvorgang an und bezahle 10 Registriernummern. Die sind jetzt bezahlt, kosten in dem Fall 55 Euro und sie werden jetzt mein Registriernummernkontingent gutgeschrieben. Also ich habe jetzt insgesamt ein Kontingent, vorher hatte ich schon 110 Nummern, also habe ich jetzt ein Kontingent von 20 Registriernummern. Und ich kann jetzt also insgesamt 20 Energieausweise ausstellen. Falls Sie Probleme mit dieser Registrierstelle haben, können Sie bei uns im Programm unter Dokumente hier auf Registrierstelle gehen und sich bei der Hotline hier melden. Die hilft Ihnen entsprechend weiter. Schritt 3, Energieausweis drucken. Das geht wie gehabt über den Drucken-Button. Sie gehen auf die Karteikarte Energieausweis und wir haben ein neues Icon hier unten eingeführt, Energieausweis. Da gelangen Sie in einen neuen Dialog. In diesem neuen Dialog können Sie alles einstellen, um einen Energieausweis zu drucken. Ganz wichtig ist, Sie tragen hier oben Ihre Mailadresse und Ihr Passwort von dem DBT-Server ein, damit Sie später auch einen endgültigen Energieausweis erstellen können. Hier unten gibt es einen Knopf Energieausweis Vorschau. Wenn man jetzt hier drauf geht, wird ein Energieausweis erzeugt
Und Sie sehen hier, das ist jetzt eine Vorschau von dem Energieausweis. Alle Energieausweise, die nicht endgültig sind, sind eine Vorschau. Und diese Vorschau können Sie ausdrucken und können jederzeit, ohne einen Bezahlvorgang auszulösen, einen Energieausweis mal als Vorschau erstellen. So, ich mache den wieder zu und bin jetzt der Meinung, dass dieser Ausweis, den ich gerade erstellen möchte, endgültig ist. Und dazu drücke ich hier auf diesen Knopf. Damit löse ich jetzt einen kostenpflichtigen Vorgang aus. Es wird Verbindung mit dem Debiteurserver aufgenommen. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, wird eine Registriernummer von dem Registrierungsserver geholt und es erscheint hier der endgültige Energieausweis mit dieser Registriernummer. Dieser ist jetzt bei dem DBT-Server registriert und ich habe die ersten 5,50 Euro ausgegeben. Dieser Energieausweis ist nun absolut endgültig und kann nicht mehr geändert werden. Das heißt also, dieser bleibt so erhalten. Diese Endgültigkeit wird dann im Programm, wenn ich jetzt hier mal wieder herausgehe, auch gekennzeichnet. Das heißt also, diese Projektdatei wird jetzt als endgültiger Energieausweis registriert und Sie können keine Veränderung mehr an diesem Projekt vornehmen, weil halt dazu eine Registriernummer gezogen wurde. Sie können jederzeit wieder auf den Druckendialog gehen und sich auch diesen Ausweis anzeigen lassen. Der ist ja bereits registriert. Das löst auch keinen erneuten Zahlungsvorgang aus. Das heißt also, wenn ich jetzt hier nochmal drauf drücke, dann bekomme ich wieder meinen ursprünglichen Ausweis angezeigt. Die ganzen dazu benötigten Dateien werden in ein Archiv gespeichert. Das ist hier unten. Da können Sie auf Archiv öffnen gehen. Und dann wird das Archiv geöffnet und in diesem Archiv befinden sich alle bereits ausgestellten und registrierten Energieausweise. Das heißt also, auch unser letzter Energieausweis sollte hier, den wir gerade erzeugt haben, wird hier reingespeichert von gerade eben. Und dort liegt auch das PDF. Das heißt also, nachträglich können Sie jederzeit wieder in das Archiv reingehen und entweder über das Programm das ausdrucken, also oder das PDF erzeugen, oder aber auch hier in diesem Archiv die PDF-Datei aufrufen. Ganz, ganz wichtig, Sie sind verpflichtet, die Daten 2 Jahre lang aufzuheben. Das bedeutet, machen Sie bitte Sicherungskopien von diesem Archiv auf eine CD oder auf eine andere Festplatte, damit Sie, falls Sie in die spätere Prüfung hineinkommen, wieder auf die Daten zugreifen können. Wenn Sie dieses Projekt weiterverwenden möchten, ist dieses auch möglich. Dann gehen Sie bitte hier auf Datei Speichern unter und beim Speichern unter werden Sie, nachdem Sie einen neuen Namen eingegeben haben, gefragt, ob die Endgültigkeit des Ausweises aufgehoben werden soll. Da sagen wir jetzt einfach mal ja. Und jetzt ist die Datei mit einem neuen Namen gespeichert und ist wieder frei und Sie können wieder an dieser Datei Änderungen vornehmen. Also Sie können aus einem bestehenden Projekt ein neues Projekt erzeugen.